Schönen guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 27. Juli und ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem allwöchentlichen ausführlichen Webinar hier an dieser Stelle bei Tikmill begrüßen. Es geht wieder um Handelsideen, es geht um den Ausblick für die kommende Woche inklusive der Analyse der großen Indizes sowie etwas edukativen Anteil hier im Webinar auch für Ihren Erfolg im Trading. Das sind mal so die groben Dinge. Elena, einen schönen guten Morgen hier live im Webinar. Ich lade auch Sie, liebe Zuschauer, ein, wenn Sie live zuschauen und Sie mögen, stellen Sie Fragen. Lassen Sie uns auf Ihren Wunschmarkt schauen. Das mache ich hier an dieser Stelle sehr, sehr gern für Sie. Zuvor natürlich der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit schauen wir mal auf die Agenda für das heutige Webinar. Wir sprechen, wie ich das avisiert habe, die Handelsideen durch. Die stehen auch mittlerweile schon auch im Blog geschrieben. Das heißt, wer hier nicht warten möchte, bis die Ideen sozusagen in den Live-Webinaren besprochen wird, schauen Sie einfach mal auf die Website von Tikmill. Da finden Sie jeden Morgen den Blog-Eintrag. Ich kann Ihnen das mal an dieser Stelle hier auch zeigen. Einfach Tikmill im Webbrowser eingeben oder aber im Google suchen, wie Sie das gern möchten. Und dann kommen Sie auf die Website von Tikmill, wo Sie alle Informationen rund um Tikmill finden, die Trading-Plattform, die Preise, die Instrumente, alles, was Sie brauchen an Wissen, das finden Sie hier entsprechend auch. Kontaktfelder zum Kontakt-Support bei Tikmill. Und wir haben hier den Blog-Eintrag für Sie und im Blog-Eintrag finden Sie jeden Morgen die Handelsideen vor der Besprechung hier live im Webinar. Und manchmal ist es so, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wer früh anfängt, kann manchmal auch früh die Gewinne einfahren oder Handelsideen loslaufen lassen. Also schauen Sie ruhig hier drauf. Das lohnt sich sehr, sehr häufig. Was kommt danach? Wir schauen natürlich den Wochenausblick an. Welche Nachrichten gibt es nächste Woche? Was kann die Märkte bewegen? Wir analysieren dann im nächsten Gang die großen Indizes und wenn Sie mögen, an dieser Stelle auch sehr, sehr gern Ihre Wunschmärkte. Und im Thema Know-how geht es heute um das Marketing, beziehungsweise nicht Marketing, Martingale Trading, hier die Martingale Trading Strategy, um mal zu schauen, was ist das denn? Was kann man damit anfangen? Was können Sie als Händlerin oder Händler daraus lernen? Kommen wir zu dem heutigen Handelstag mit Blick auf die Tagesnachrichten. Sie sehen heute, es ist nicht wahnsinnig viel los. Wir bekommen um 14.30 Uhr aus den USA das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal. Um 14.20 Uhr spricht FOMC-Mitglied Bullard. Um 14.30 Uhr gibt es dann auch noch Informationen rund um das Bruttoinlandsprodukt hier. Der Preisindex auch für das zweite Quartal 2018. Um 16 Uhr veröffentlicht dann die Uni Michigan Informationen zu den Konsumentenerwartungen und zum Verbrauchervertrauen. Und am Abend, wie jede Woche Freitag, gibt es wieder den COT-Report. Heißt, um 21.30 Uhr gibt es Einblicke in die spekulativen Nettopositionen der Händler. Hier mal aufgeführt im Öl, Gold, S&P 500 und im Euro. Wen das interessiert, schauen Sie da gerne rein. Hier können wir sehen, was die Big Boys an den Märkten so treiben. Und damit würde ich ganz gerne in die heutigen Handelsideen für Sie einsteigen oder mit Ihnen einsteigen. Es geht, wie im Blog ersichtlich, um die Währungspaare Kandollar, Schweizer Franken, das Cable haben wir heute mal wieder im Programm und den US-Dollar, japanischen Yen. Und da gucken wir gleich in die Märkte hier auch rein. Hier liegt momentan auch noch der Euro auf der Uhr, hat gestern auch sehr, sehr schön zurückgesetzt nach der Pressekonferenz hier. Macht das Ganze billig, ist schön für den deutschen Export, das wird uns freuen. Das sehen wir auch am DAX, was hier momentan passiert. Also, schauen wir später einfach mal rein. Wir starten jetzt mal los mit dem Währungspaar
Kann Dollar, Schweizer Franken. Jetzt musste ich selbst erst nochmal nachschauen, dass ich hier jetzt nicht das falsche Währungspaar in den Chart hineinhole. Ja, was ist hier gerade los? Sie sehen es selbst. Ich habe es für Sie einmal markiert, hier in Blau eingezeichnet, übergeordnet. Entsprechend ein Markt, der abwärts gerichtet ist. Wir hatten hier eine sehr, sehr weit gelaufene Korrektur und wir hatten hier am Wann war es? Am 13.07. hatten wir das erste Verkaufssignal, was dann auch schön nach unten gelaufen ist, hier diesen untergeordneten Aufwärtstrend gebrochen hat. Und jetzt haben wir hier wieder gestern bis gestern einen sehr, sehr weiten Rücklauf gehabt. Gestern haben wir hier eine Umkehrkerze gehabt, wo wir gesehen haben, der Markt kam doch deutlich von seinen Hochs zurück, hat sozusagen hier diese Doji-Kerze, so sieht sie jetzt aus, im Chart hinterlassen. Und hier kommt es jetzt drauf an, was passiert. Also an dieser Stelle, wo wir jetzt sind, können ja zwei Dinge passieren. Das erste ist natürlich, dass die Kurse, ja, wie wir das jetzt haben, nach oben ansteigen. Ist dieser Anstieg nachhaltig, wäre sozusagen dieses Abverkaufssignal von gestern definitiv negiert worden. Mit Preisen hier oben drüber haben wir die Chance, dass wir über dieses Tageshoch vom 13.07. laufen, und damit einen Aufwärtstrend entstehen lassen. Das heißt, wir hätten hier die initiale Bewegung, das, was wir hier hatten, war die Korrektur, und mit Preisen oben drüber hätten wir jetzt einen Aufwärtstrend, der dann das Potenzial hat, an die relativ nahegelegene Punktemarke hier von 0,7646,4 zu laufen. Das ist das aktuelle Korrekturhoch hier in diesem Abwärtstrend, und damit wäre dann dieser Abwärtstrend auch gebrochen. Und das eröffnet dann mittelfristig das Potenzial, natürlich die nächsthöheren Marken anzulaufen. Da haben wir auch ein paar Tageshochs stehen hier um die 0,7798 und die 0,7816, bevor wir dann hier zum nächsten Korrekturhoch bei 0,77 0,92 kommen. Also das sind mal die Marken, die wir oben ranlaufen haben, wenn hier diese Schwäche von gestern komplett negiert wird und wir hier einen Aufwärtstrend in Entstehung sehen. Ja, für diejenigen, die kurzfristig traden, hätten wir dann mit Überschreiten des Tageshochs von gestern das nächste Tageshoch hier bei 0,76, was haben wir hier drüben, die 0,76320 liegen, das wäre dann der nächste Anlaufpunkt, und dann geht es schon relativ fix hier drüben an diesen Anlaufpunkt hier drüben vom Korrekturhoch. Das mal für das kurzfristige Trading sicherlich interessante Marken, wenn der Markt nach oben läuft. Kommt es allerdings zur Kursumkehr und der Markt läuft nach unten, dann wäre das hier eine Bestätigung dieses Abwärtssignals. Und da können wir mit Blick in den untergeordneten, in die untergeordneten Zeiteinheiten hier mal Anlaufpunkte sehen um die 0,75831, 0,75, was haben wir hier, die 686, manchmal ist der Kontrast bei den Farben nicht so gut, und die 0,75415 hier in diesem Bereich, bevor wir dann hier dieses Tief, dieses Korrektur Markt es hier bei 0,75215 entsprechend anlaufen können. Ganz klar, sollte der Markt deutlich wieder nach unten runterdrehen, wäre dann natürlich mittelfristig der Anlaufpunkt hier unten das aktuelle Trendtief vom vorhergehenden Trend oder vom noch aktuellen Trend bei 0,73944 hier an dieser Stelle im Markt zu sehen. Und was wir hier sehen, das habe ich Ihnen auch mal im Stundenchart entsprechend auch markiert. Das heißt hier, das sind die Anlaufpunkte, die wir mal haben. Nummer 1 wäre hier dieser Ausbruch bei 0,75831, und dann sehen Sie, hat man hier in dieser Aufschubbewegung auch immer mal Rücksetzer, und die Tiefs dieser Rücksetzer hier um die 0,75686 beziehungsweise dann hier unten dieses Level bei 0,75415, das sind die Marken, die wir hier im Tageschart auch Magentafarben gesehen haben, die kommen aus dem Trendverlauf der Stunde, und das wären dann auch die Marken, die nach unten anzulaufen sind. Und Sie sehen halt, was hier auch mit diesem Aufwärtsschub hier passiert ist, der ist gestern mal gebrochen worden, jetzt hat sich hier untergeordnet schon wieder ein Aufwärtstrend gebildet, und jetzt kommt es darauf an, was aus diesem Aufwärtstrend wird. Ist es nur eine Korrektur von diesem scharfen Schub nach unten gestern, dann ist halt eher das Szenario gespielt, dass der Markt nach oben läuft. Dreht der Markt allerdings wieder rum und läuft unter dieses Tief hier unten bei 0,75869 drunter, dann hätten wir hier einen Abwärtstrend, und das wäre dann ein wahrscheinliches Szenario, dass der Markt weiter nach unten spielt. Also hier ist es wichtig hinzuschauen, was die Märkte machen, und dann entsprechend die Trades nach dem Markt auch auszurichten. Und damit kommen wir zum Cable, britisches Pfund, US-Dollar, direkt hier auch mit rein in den Chart. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass wir hier oben haben wir das Cable, zack, dahin.
rein in den Tageschart sozusagen. Hier haben wir spannend im Moment zu sehen. Sie sehen, der abwärts gerichtete Markt. Wir hatten hier oben das erste Verkaufssignal. Da gab es den richtigen Schub nach unten. Jetzt haben wir hier die Korrektur gehabt und gestern gab es hier wirklich auch ordentlich Abwärtsdruck in den Markt hinein. Und das ist wieder eine Situation, die wir hier sehen, was jetzt interessant ist, weil der Markt fällt jetzt weiter auch nach unten ab. Das heißt, besteht dieses Signal nach unten. Und da ist es jetzt für das kurzfristige Trading richtig interessant, weil läuft der Markt weiter nach unten, haben wir hier schon das nächste Tagestief relativ nahe stehen bei 1,30713. 3, gefolgt dann vom Vortagestief, nein, von 2 Tagen vorher, das wird das Tief vom 20.07. hier unten, das steht bei 1, wo haben wir es stehen hier unten, bei 1,29899, hier unten steht es, oder 846 hier in diesem Bereich, also es kommt hier nicht auf den Pip drauf an, sondern einfach für Sie zur Planung, wo kann denn hier möglicherweise der Markt entsprechend auch hinlaufen und dann natürlich, sollte sich dieser abwärtsgerichtete Trend fortsetzen, steht natürlich die Tiefmarke hier bei 1,29609 im Raum. Für all diejenigen, die sich sagen, okay, und was passiert denn, wenn der Markt jetzt doch nicht weiter nach unten läuft, sondern wieder nach oben schiebt, dann ist hier ganz klar im Raum zu sehen, das Tageshoch von gestern bei 1,32130 steigt die Stärke weiter an, schiebt die Kurse weiter nach oben, wäre dann hier das nächste Tagestief im Fokus bei 1,32684. Das sind mal mittelfristige Szenarien für die andere Richtung. Und das ist auch etwas, was wir im Stundenchart relativ gut beobachten können. Ich skaliere den mal für Sie etwas um hier und mache das Ganze mal etwas kleiner. Also wir haben jetzt hier, Sie sehen es in der Stunde, momentan im großen Bild definitiv einen Aufwärtstrend, der sehr weit in seiner Korrektur ist. Was wir auch sehen, ist, dass wir hier untergeordnet Bewegungstrend sehen. Und hier sehen wir natürlich einen Bruch dieses Bewegungstrends. Der hat dann natürlich diese stark rote Kerze von gestern entsprechend auch initiiert. Und hier ist es halt wirklich so, läuft das ganze Ding weiter nach unten, dann haben wir hier diese Marke von 1,30731, also das heißt für das kurzfristige Trading, diejenigen, die den Stundenstart mal als Maßgabe nehmen und hier mal diesen Abwärtsschub als Trendbewegung, der sieht dann halt beispielsweise in den 15 Minuten hier sehr schön die Trendverläufe auch nach unten, wie sich dieser Trend auch schön nach unten fortsetzt und jetzt kommt es halt darauf an, Korrektur und dann läuft er wieder nach unten, das wäre dann das Szenario, dass wir weiter tiefere Kurse sehen, steigt dann nach oben, nimmt diese Marke hier oben bei 1,31140 in etwa raus, dann ist dieser Schub nach unten erstmal beendet und wir würden Kurs in die Oberrichtung sehen. Aber wenn wir uns mal den Tageschart hier anschauen, es sieht momentan alles danach aus, als wenn der Markt hier die Reihe nach unten weiter fortsetzen möchte und damit würden dann entsprechend hier die Opportunitäten für die Abwärtsrichtung auch gespielt. Das sind die Dinge, die wir momentan hier im Tageschart beim Cable auch sehen. Und damit gehe ich mal zum nächsten Chart nach drüben und zwar hier den US-Dollar, japanisches Yen. Auch das mache ich für Sie mal etwas größer, weil der Fokus hier auch auf die aktuelle Situation gerichtet werden kann. Wir sehen hier einen Markt, der nach oben läuft. Wir haben jetzt hier sehr, sehr schön die entsprechenden Trendverläufe gesehen. Wir haben jetzt hier gesehen, dieser kleine nach oben laufende Trend, also was jetzt der vorherige Trend gewesen ist, das war ja diese Bewegung, die sich trendförmig auch ausgebildet hat, der hat jetzt hier einen tiefen Bereich erreicht. Wir haben hier unten um die Marke von 110,256 in etwa, 110,3 eine Unterstützung liegen, in die der Markt durchaus reinlaufen könnte. Aber was wir hier gesehen haben, ist, der Markt kommt von unten immer Stück für Stück wieder hoch. Wir hatten hier vor ein paar Tagen am 22., nein, am 23. war das gewesen, hatten wir schon das erste Mal über diesen Markt auch gesprochen. Da gab es das erste Umkehrsignal nach oben. Sie sehen, was das für ein starker Intraday-Auftrieb gewesen ist. Aber wir haben hier keine Bestätigung gesehen. Jetzt gab es ein paar Tage später, also gestern sozusagen wieder die Möglichkeit, dass wir ein Umkehrsignal gesehen haben. Sie sehen, die Kerze ist noch ein Stück tiefer gelaufen, aber Intraday Reversal hat stattgefunden und hat natürlich hier eine schöne grüne Umkehrkerze in den Markt gelaufen. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was macht der Markt daraus? Ja? Wird dieses Signal bestätigt? Dann haben wir die Chance, hier oben in die naheliegenden Tageshochs reinzulaufen bei 111,375 beziehungsweise 111,533. Das wären mal kurzfristige Anlaufpunkte. Dazu muss der Markt nach oben laufen. Das schauen wir uns gleich auch mal in der kleineren Zeiteinheit an. Momentan geht es hier nach unten. Heißt also, wenn der Markt weiter nach unten dreht,
sind die Anlaufpunkte hier unten erstmal da. Das heißt hier das Tagestief von gestern bei 110,590. Und wenn das nicht hält, dann haben wir hier die Unterstützung, die dann im kurzfristigen Bereich auch drinnen liegen könnten. Das heißt, wenn wir dasselbe Szenario sehen, wie wir hier bei dem Umkehrsignal von vor ein paar Tagen gesehen haben, dann stünde das entsprechend hier auf der Agenda. Und Sie sehen, was hier am Markt auch passiert ist. Der Markt ist runtergelaufen in diesen Bereich rein und hat dort wieder rumgedreht. Also hier unten so um diese Marke, wo diese Tagestiefs liegen, will der Markt momentan einfach nicht tiefer. Das zeigte uns immer durch entsprechend diese Kursaufkäufe aus diesem Bereich heraus wieder. Und jetzt wirklich gesagt, wenn der Markt es schafft, hier oben drüber zu wuppen, ja, wir sehen ja hier so ein kleines Doppeltop, was wir momentan haben, das sehen wir auch entsprechend hier in der Stunde, dass der Markt hier um diese Marke nicht so richtig nach oben will. Aber wenn er es dann schafft, ja, dann wäre es interessant, dass der Markt nach oben schiebt. Der Grund, weshalb das jetzt auch interessant ist, ist die Tatsache, dass wir hier dieses Bewegungshoch, also wir haben ja hier entsprechend diesen untergeordneten kleinen Abwärtstrend gehabt, der ist hier rausgenommen worden, ja. Das heißt, hier oben ist der Markt mit dieser starken Bewegung drüber gelaufen und jetzt kommt es halt drauf an, was macht er, und wenn der Markt hier über diesen Punkt hier oben drüber läuft und über die 111,248, dann haben wir untergeordnet hier einen Aufwärtstrend. Ich zeichne Ihnen den mal eben ein, der bewegt sich also hier in diese Richtung, einmal nach dort, na, jetzt wollte der das nicht haben, ich hoffe, Sie können es gut erkennen, so, das wäre dann dieses Szenario, und wenn er Markt das tatsächlich schafft, nach oben zu laufen, dann hätten wir hier an dieser Stelle den Aufwärtstrend, der dann naheliegende Bewegungs- bzw. Korrekturhochs anlaufen könnte. Die nächsten, die nach diesen beiden kommen, wenn der Markt das nach oben schiebt, Sie sehen es hier in diesem Verlauf, liegen dann um den Bereich 111,879, bzw. hier haben wir dann noch zwei liegen bei 112,490 und 112,612. Das sind so Anlaufpunkte auf der Oberseite, wenn wirklich Stärke in diesen Markt hineinkommt und wir sozusagen schön mit nach oben laufen. Das mal das Szenario, dass der Markt aus der Korrektur heraus wieder in Richtung des übergeordneten Trends entsprechend läuft. Das heißt, die Richtung, die wir hatten, diese schöne Aufschubsrichtung, ja, das wäre dann das, was der Markt hier uns entsprechend auch geben kann. Also das heißt, das ist schon ein relativ großer Zeitrahmen, wenn wir uns das mal anschauen. Also das, was ich hier für Sie auch mit beleuchte, ist jetzt hier in diesem Maße dieser große Trend, den wir hier hatten, wo wir die starke Aufwärtsbewegung hatten, wo wir die Korrektur entsprechend hatten, wo wir dann wieder den Markt nach oben laufen hatten. Also wir haben jetzt hier in diesem Chart halt wirklich schön zwei verschiedene Trendgrößen ineinander laufen, und jetzt haben wir halt wirklich die Situation, dass wir hier tief mittlerweile korrigiert sind in diesem Bereich, und wenn wir hier die untergeordnete Trendumkehr bekommen, das wäre dann tatsächlich das Zeichen, dass wir wieder in Richtung dieses blau markierten Aufwärtstrends entsprechend auch laufen. Und das gibt halt wieder diese Drehpunkte, die wir in verschiedenen Zeiteinheiten auch handeln können. Das heißt, für die kurzfristigen Trader unter Ihnen, die können wirklich diese kleine Umkehr, die wir jetzt hier gehabt haben, in den kleineren Zeiteinheiten traden, beispielsweise in den Stundenchart hinein aus den 5 Minuten, wie Sie es gern mögen. Und für diejenigen, die das Ganze im mittelfristigen Bereich traden wollen, wenn dieses Signal hier tatsächlich bestätigt wird, dann haben wir halt die Situation, dass innerhalb des Tagescharts die Umkehr ersichtlich ist und dann wir in diesen übergeordneten Trend entsprechend auch hinein traden können. Und damit bin ich mit den Besprechungen der heutigen Handelsideen soweit auch durch. Ich schaue gerade mal in den Chat hinein. Fragen dazu gibt es hier momentan nicht. Das heißt, ich würde dann ganz gerne mit dem nächsten Thema hier auch weitermachen. Heißt, wir schauen mal in den Wochenausblick, was kann die Märkte in der nächsten Woche entsprechend auch bewegen. Und da haben wir am Montag aus den USA das Thema schwebende Hausverkäufe für den Monat Juni. Hier sehen Sie die Prognose, ein Anstieg. Letzten Monat hatten wir hier einen Rückgang von 0,5%. Jetzt geht der Markt, die Analysten davon aus, dass wir einen Zuwachs von 0,4% sehen werden. Am Dienstag gibt es dann am Vormittag um 9.45 Uhr, entschuldigen Sie bitte, um 9.55 Uhr die Veränderung der Arbeitslosigkeit hier in Deutschland für den Monat Juli. Um 11 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex für den Monat Juli und auch das Jahr. Das ist interessant. Warum ist das interessant? Wir haben ja von der EZB schon sehr, sehr lange gehört, dass wir eine Zielmarke haben im Bereich der Inflation von um die 2%. Und da waren wir ja lange, lange Zeit drunter, und sehen Sie, die Inflation
Das haben wir ja diese Woche Donnerstag auch gehört, bewegt sich wieder um den Rahmen von 2%. Das heißt, wir sind mittlerweile durch die Preissteigerung, durch die guten wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa wieder dort angekommen, wo die Zentralbank die Inflation auch haben möchte. Das heißt, um die Marke von 2%. Die EZB hat uns am Donnerstag auch mitgeteilt, dass wir ungefähr im Sommer 2019 davon ausgehen, dass es erste Zinsanhebungen geben wird. Und da spielt natürlich der Verbraucherpreisindex eine große Rolle, weil je nachdem, wie der sich entwickelt, daran kann die EZB natürlich sehen, wie die Zinsbewegungen hier angepackt werden sollten. Um 16 Uhr gibt es dann am Dienstag noch das Verbrauchervertrauen in den USA. Am Mittwoch geht es dann weiter mit dem Einkaufsmanager-Index hier in Deutschland für das verarbeitende Gewerbe. Am Nachmittag gibt es dann aus den USA die ADP-Beschäftigungsänderung. Es gibt den ISM Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe hier um 16 Uhr. Um 16:30 Uhr gibt es dann das Thema der Rohöl-Lagerbestände und nächste Woche ist für die US-Zentralbank wieder Zeit, mit uns zu kommunizieren. Da gibt es um 20 Uhr den Zinsentscheid und die Pressekonferenz der Fed, um ja, uns zu sagen, was in den USA erwartet wird und wie es da weitergehen kann. Gibt also einen Ausblick auf das weitere Geschehen an dem Zinsprozedere, an der Wirtschaftsentwicklung in den USA. Und am Freitag gibt es um 14:30 Uhr Informationen zum Thema Arbeitsmarkt aus den USA und um 16 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe. Also, das die wichtigsten Nachrichten für die nächste Handelswoche. Jetzt nehme ich mal kurz einen Schluck Wasser und danach schauen wir direkt in die großen Indizes auch hinein. Mit Blick auf die großen Indizes, da schauen wir natürlich direkt in den MetaTrader wieder hinein. Und wir, würde ich sagen, starten einfach mal mit dem deutschen Aktienindex. Der hat sich ja sehr, sehr positiv hier auch entwickelt. Ich lade jetzt mal hier den Chart für Sie rein und dann hier direkt auch den weißen Chart, dass wir das Ganze auch sehr schön miteinander lesen können. So, jetzt müssen wir nur mal etwas Historie sehen und damit haben wir auch das, was wir sehen wollen. Also, wie ist hier der Fortgang gewesen? Wir haben ja gesehen, dass wir hier drüben in diesem Bereich um die Marke von, wo haben wir es gehabt hier, in diesem Bereich um die 12.640-Punkte-Marke sehr, sehr schön die Entstehung dieses Aufwärtstrends hier gehabt haben. Im großen Bild, das möchte ich auch ganz gerne mal noch einzeichnen. Also der übergeordnete, der große Trend hier sozusagen, der war oder ist immer noch entsprechend abwärts gerichtet. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen auf den Zeitrahmen drauf an, den wir als Trader betrachten. Untergeordnet hat sich jetzt hier ein Aufwärtstrend entwickelt. Warum gehe ich auf diesen Sachverhalt ein? Auf diesen Sachverhalt möchte ich einfach eingehen, weil wir hier ja Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die diverse ja, Zeitrahmen entsprechend auch traden wollen. Und deswegen gehe ich auch immer mal auf diese Bilder ein. Das heißt, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dieser nach unten laufende Trend ist momentan in seiner Korrektur. So, diese Korrektur hat sich jetzt sehr, sehr schön in einem Aufwärtstrend entsprechend auch etabliert. Und das ist schön zu sehen, weil wir diesen Aufwärtstrend natürlich auch sehr, sehr gut dazu nutzen können, um nach oben hin zu traden. Das heißt, Sie sehen es ja, hier ist der Aufwärtstrend entstanden. Dann hatten wir eine Korrektur. Hier gab es sehr, sehr schön dieses entsprechende Umkehrsignal, was wir hier unten gehabt haben. Also hier schauen Sie, das war entsprechend das Umkehrsignal, was wir in diesem Markt hier hatten. Und das ist das, was wir dann auch für das kurzfristige Trading immer sehr schön benutzen können, wo man einfach sagt, okay, wenn sich dieser Trend entsprechend hier fortsetzt, dann haben wir doch das Potenzial, wenn der Markt hier unten uns ein Zeichen gibt, hallo, ich drehe rum, dass wir erst einmal hier oben in diesen Hochbereich hineinlaufen. Das ist ja auch passiert. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ne? Wir hatten die letzten Tage schön Bewegung nach oben. Immer mal auch ein bisschen Volatilität, wenn man das mal sieht. Hier gab es einen kurzen Bruch des untergeordneten Stundentrends. Das sind normale Verhaltensweisen, die wir hier am Markt momentan sehen. Das kann immer wieder passieren. Aber der Markt hat sich halt sehr, sehr schön nach oben fortgesetzt. Das heißt hier, wir haben hier aktuell ein, ja,
wolkenloses Bild, möchte ich mal sehen, wenn wir uns diesen Aufwärtstrend hier anschauen. Die positiven wirtschaftlichen Meldungen bzw. auch die politischen Meldungen in Richtung Handelsstreit und erst einmal Aussetzung dieser angedrohten Zölle auf die PKWs aus oder auf die PKW-Einfuhr aus Europa in die USA, dass das ausgesetzt wird. Das hat sehr, sehr positiv entsprechend auch gewirkt auf die entsprechenden Märkte, auch auf die Automobilwerte. Die waren ja im Vorfeld extrem unter Druck gekommen, aber als es dann hieß, hupp, wir schauen einfach mal, dass wir hier ein bisschen in Verhandlung treten und die Zölle auf die Automobile erst einmal zurückgestellt werden. Das war natürlich eine schöne Situation, wo die Autowerte dann auch stark aufgeholt haben. Das hat dem DAX dann entsprechend unter die Arme gegriffen. Auch die natürlich die besseren wirtschaftlichen Rahmendaten. Und das sind die Dinge, die den Markt hier sehr, sehr schön nach oben getrieben haben. Das heißt, wir sehen hier einmal die technische Situation. Wir haben hier diesen aktuell laufenden Aufwärtstrend, der wird durch gute, Nachrichten auch gefüttert. Der Markt kauft diese guten Nachrichten auch. Das heißt, wir sehen hier schöne Aufwärtsbewegungen durch diese positiven Nachrichten. Und das ist das, was hier ein schönes Bild nach oben hier entsprechend im DAX auch gibt. Anlaufmarken haben wir ja dann in der letzten Woche auch schon mal mit angesprochen. Das heißt, wir haben hier einmal dieses Tageshochs, dadurch, dass wir hier keinen schönen ersichtlichen Trend nach oben gehabt haben, nach unten gehabt haben, schauen wir einfach mal auf die Tageshochs. Das heißt, wir hatten ja gestern schon oder vorgestern hatte ich das hier im morgendlichen Webinar gesehen, hier, als wir an diesem Tag reingegangen sind, hier war das gewesen, gestern war das, glaube ich, da hatten wir die Tageshochs hier entsprechend vorstehen. Das heißt, das kann dann im kurzfristigen Bereich dafür sorgen, dass wir hier an solchen Stellen die Tageshochs nach oben mitnehmen und jetzt mit Blick auf die weitere Charthistorie nach hinten haben wir halt hier das nächste Tageshoch liegen um die Marke von 12.861, bevor es dann hier weiter auch nach oben geht und wir in diesen Hochbereich um die 13.000 200-Punkte-Marke nach oben mit anzutesten. Das wird sicherlich ein bisschen dauern, wenn der Markt nach oben drehen möchte, aber momentan ist dieser Aufwärtstrend hier halt da und das nächste Potenzial, was wir hier kurzfristig haben, sind erstmal die 12.861-Punkte-Marke. Mit Blick auf diesen Trend könnte es da auch dazu kommen, dass wir dadurch, dass er ja weit in der Bewegung steht, auch mal wieder einen Rücksetzer bekommen. Das wäre dann im Rahmen des Möglichen, solange wie wir nicht hier unten unter diesem Bereich hier drunter laufen, was das Korrekturtief hier entsprechend gewesen ist, ist hier alles absolut im grünen Bereich. Das heißt, hier bleibt alles schick und der Markt ist schön nach oben gerichtet. Und wo wir gerade über nach oben gerichtete Märkte sprechen, würde ich auch ganz gerne einmal in den nächsten Markt gehen und zwar über den großen Teich hinübergeblickt. Und zwar fangen wir da mal mit dem Dow Jones Index an. Beim Dow Jones Index war es ja auch so gewesen, dass wir zwischenzeitlich mal die Situation gehabt haben, dass er hier unter dieses Korrekturtief gelaufen ist. Hier, wir sehen hier entsprechend diesen aufwärtsgerichteten Markt, den wir hier hatten. Er hat hier unten ein Korrekturtief gehabt und durch schlechte wirtschaftliche Nachrichten oder politische Nachrichten aus den USA ist er halt gebrochen worden, aber wir sehen jetzt hier dynamisch auch den Markt sehr, sehr schön nach oben laufen, hat dieses Hoch hier oben definitiv auch rausgenommen. Das heißt, das war ja eine wichtige Marke, die wir hier in diesem Bereich entsprechend auch drinnen hatten. Ich markiere das gleich auch mal in Rot hier oben, weil es halt ein Markt war, der entsprechend einen Widerstand da oben gegeben hat und dieser Widerstand wurde wirklich jetzt mit Schmackes, kann man so schön sagen, rausgenommen aus dem Markt. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen auch, wie gut das ist, wenn wir als kurzfristige Trader oder wenn Sie als kurzfristige Trader auch einmal auf beieinanderliegende Tageshochs gehen. Das heißt, schauen Sie sich mal hier drüben an, wo wir hergekommen sind. Nummer 1, erst einmal hier. Wir haben hier jetzt sozusagen die Trendfortsetzung gehabt. Dann hatten wir hier entsprechend diese Dynamik nach oben laufen, hatten wir einige Tageshochs hier liegen, ne? Hier um diese Marken, die wir hier drüben hatten und das war hier dann noch ein Widerstandsbereich und da kam halt wirklich richtig Bewegung in den Markt. Das sind so Sammelpunkte, wo sich häufig sehr, sehr viele Händler sammeln und dann plötzlich mit Kaufinteresse in den Markt hineinkommen und da haben wir halt diese Marken eng aneinander liegen und schauen Sie mal, hier drüben gab es dann auch gleich das nächste Tageshoch um die Marke von, was haben wir hier gehabt, 25.530 und hier schauen Sie, steht schon wieder das nächste Tageshoch am Raum, wo der Markt kurz davor steht bei 25.000, knapp 600 Punkte. Also Sie sehen, nach oben hin ist momentan scheinbar der Weg
des einfachen Widerstandes. Und das ist auch das, was der Markt hier momentan spielt. Also diese Bruchdynamik hier nach unten ist längst vergessen. Der Markt ist hier auch wieder sehr, sehr schön mit nach oben gelaufen. Und das sind natürlich die interessanten Dinge, die wir hier auf der Uhr haben sollten. Also aktuell sieht auch dieser Markt hier sehr, sehr, sehr positiv aus. Wir hatten ja in diesem Bereich auch immer mal die 200-Tage-Linie miteinander besprochen. Ich lege Ihnen die auch gleich mal hier in den Chart mit rein. So, wenn ich jetzt auf die Schnelle, die kleinen Augenblick, nein, die Bollinger Bände hier, gleitender Durchschnitt, dann packe ich mal den 200er gleitenden Durchschnitt rein. Sie sehen es, wir hatten ihn hier unterschritten, aber der Markt hat gesagt, nee, nee, ist nichts und ist direkt ein paar Tage später wieder drüber gegangen und hat sich hier schön nach oben etabliert. Also hier ist das Bild momentan auch sehr, sehr interessant. Was es hier allerdings momentan auch im Kopf zu behalten gilt, ist, auch hier sehen wir eine weite Bewegung. Das heißt, man sollte als Händler auch immer mal damit rechnen, dass es nach so weiten Bewegungen wieder etwas an Korrektur gibt. Ja? Wann die eintrifft, man kann es nicht sagen. Wenn wir hier über dieses Tageshoch vom, wann war das hier gewesen, vom 28. März, Januar, nein, was war es gewesen, der zweite? Genau, 28. Februar, wenn wir hier drüber gelaufen sind, ist nach oben erstmal ein bisschen Luft. Und wenn da nicht genug Schub Kraft am Markt ist, nicht genügend Käufer entsprechend warten, dann kann es auch mal dazu kommen, dass es auch hier nach einer so weit gelaufenen Bewegung etwas Korrektur gibt. Die können wir dann natürlich dazu nutzen, um entweder für die ganz kurzfristigen Händler einen Korrekturhandel zu betreiben. Für diejenigen, die das auch im mittelfristigen Bereich sehen, die sagen sich, gut, warten wir die Korrektur einfach ab und treten dann wieder in den entsprechenden Markt hinein, wenn wir die Umkehrsignale wieder in die Richtung nach oben bekommen. Also im US30, im Dow Jones, alles im grünen Bereich momentan. Blicken wir auf den größeren Index, den S&P 500. Da sehen wir genau ein so hervorragendes Bild, wie wir es auch gerade im Dow Jones gesehen haben. Hier war der Aufwärtstrend nie in Gefahr. Wir sehen hier auch sehr schön die weit gelaufene Bewegung. Hier hat sich innerhalb der Bewegung auch ein Aufwärtstrend entsprechend gebildet. Wir sind jetzt hier auch, schauen Sie mal, wir hatten hier einige Tageshochs aneinander liegen. Die hatten wir auch entsprechend rausgenommen. Ja, und jetzt sehen Sie hier in diesem Bereich dieses Hochkurses so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, etwas hin und her. Das heißt, der Markt bewegt sich hier so ein bisschen seitwärts, sammelt sich entsprechend. Das könnte so ein bisschen ein Anzeichen dafür sein, dass wir vielleicht zum Wochenausklang etwas Rücksetzer bekommen. Wenn Stärke hineinkommt in den Markt, dann steht allerdings mittelfristig, also in den nächsten Tagen, wenn alles positiv bleibt, dem Markt nach oben hin auch hier das nächste Hoch, das nächste Tageshoch liegen bei um die Marke von 2857 und dann hier natürlich dieses Allzeithoch oben. Was haben wir hier, wo haben wir es gehabt? Am 29. Januar, das wäre dann der Markt hier oben in ein. Ilma, einen wunderschönen guten Morgen. Freue mich, dass du die Zeit findest, auch heute mal wieder ins Webinar hineinzuschnuppern. Also, Sie sehen auch hier der Markt im S&P 500 schön nach oben gerichtet. Alles im grünen Bereich hier sozusagen. Eine schön weit gelaufene Bewegung momentan. Also, wie gesagt, kurzfristig könnte es hier auch mal zu einem Rückgang kommen, was eine gesunde Korrektur wäre. Das muss man dann sehen. Und dann bleibt es natürlich interessant, wenn der Markt hier oben diesen Bereich des Korrektur- bzw. des Allzeithochs erreicht. Ein Stück weit Weg haben wir danach über uns, aber so viel ist es nicht mehr. Es sind gerade mal vom momentanen Stand nach oben hin, wir haben 33 Punkte, dann stehen wir schon am Allzeithoch. Also es ist jetzt etwas, das man durchaus im Blick haben sollte. Und hier oben ist es dann natürlich spannend, was am Markt dort oben passiert. Wenn man sich die Aktien mal anschaut, dann sieht man momentan immer mal so das Bild, dass bei den Aktien, die in diesen Indizes auch drin sind, die geben ja dann auch die Summe der Indexentwicklung auch wieder, dass man an diesen Hochs manchmal so ein kurzes Anlupfen sieht, aber danach kommt erstmal wieder so etwas Kursrückgang. Wenn das ist, was wir momentan auch sehen, dann wäre es hier die Situation, dass man sagt, okay, man muss jetzt nicht zwangsläufig das Allzeithoch kaufen, sondern man kann am Allzeithoch, wenn man merkt, die werden auch immer wieder erstmal
dazu genommen, um Kursrücksetzer zu aktivieren, das heißt Gewinnmitnahmen an diesen Hochs zu machen. Das wäre dann natürlich der Bereich, wo man dann sagt, okay, da kann man dann andere Strategien fahren, wenn die Hochs, die 52-Wochen-Hochs oder die Allzeit-Hochs momentan nicht so eine massiv starke Kaufbewegung auslösen. Was wir hier auch sehen, ist, das ist etwas, Wissen jetzt aus dem Research-Bereich, es ist natürlich immer mal auch wieder zu sehen, was macht denn der Markt in der Berichtssaison? Wir haben ja lange, lange Zeiten gehabt, wo gute Ergebnisse an den Märkten mit massiven Kurssteigerungen bewertet wurden oder so quasi auf diese guten Nachrichten der Quartalsberichte gab es massive Kursbewegungen nach oben. Wir sehen aber momentan, dass diese Bewegung nicht mehr in den Himmel wachsen. Das heißt, dass es hier in Teilen auch dazu kommt, dass man gute Nachrichten hat, aber der Markt nicht mehr so massiv ansteigt, sondern halt etwas gediegener damit entsprechend umgeht. Und das sind so die Dinge, wo man sagen kann, okay, wenn das jetzt gerade das Bild ist, was gespielt wird, die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen, dann muss man das in seinem Trading auch mit annehmen und das können wir dann entsprechend sehr, sehr schön auch umsetzen. Also auch hier beim S&P 500 alles schön im grünen Bereich und da gucken wir dann auch direkt mal in den dritten US-Index hinein und zwar den Technologieindex. Der war ja gestern, wie soll ich sagen, am Anfang etwas belastet durch diesen massiven Kursabschlag der Facebook-Aktie. Die ist ja nach den Nachrichten, nach den Quartalszahlen, ich glaube, im Hoch um 25% gefallen. Als es dann wieder zur Börseneröffnung kam, lag das Tief, glaube ich, bei um die 20% in diesem Bereich. Also Sie sehen aber trotzdem, das war ein massiver Abschlag und das hat dann natürlich den Index hier auch belastet. Also wenn Sie sich das mal anschauen, wir hatten hier den Schluss am 25. hier oben und dann hatten wir hier diesen Rutsch nach unten direkt alleine durch die Facebook-Aktie. Der Markt läuft jetzt wieder hoch, ganz normal, das ist alles okay. Aber da sehen Sie, was ein Impact von einem so hochgewichteten Wert auch auslösen kann. Schauen wir uns den Markt hier an. Hier ist auch alles absolut in Ordnung, absolut im grünen Bereich. Wir sehen hier auch die Anstärke. Ein Hoch jagt sozusagen hier das nächste, ein Allzeithoch löst das nächste Allzeithoch ab. Wir haben hier schön auch Bewegungen in Trendform auch entsprechend laufen. Hier kommt es jetzt auch darauf an, was passiert. Der Markt steht jetzt hier, wo er gerade ist. Sie sehen hier den weit gelaufenen Bewegungstrend. Auch hier kann es dazu kommen, dass der mal entsprechend etwas nach unten korrigiert. Das wäre normal für dieses Prozedere, aber auch hier alles schön im grünen Bereich. Der Markt läuft schön nach oben. Tendenziell die technologielastigen Werte werden schön gesucht und das ist das, was hier das Bild im technologielastigen Index auch mit angibt. Also das zur Analyse entsprechend der großen Indizes und damit würde ich ganz gerne in den edukativen Bereich gehen, den trenne ich technisch auch wieder, das heißt, Sie können dann hier im Nachgang entsprechend auch, wenn Sie das mögen, nur den technischen Teil sich anschauen, das heißt den edukativen Part oder den technischen Part, wie wir das gerade besprochen hatten, das stelle ich dann natürlich wieder auf die Website von YouTube, also hier den YouTube-Kanal von Tikmil für Sie auch zum Anschauen mit hinein. Heißt also, wir schauen jetzt mal in den edukativen Teil. Ich stoppe mal kurz hier die Aufnahme und mache die Neuaufnahme mit dem entsprechend nächsten Video.